In diesen Häusern auf dem Capitol Hill in Washington wohnen keine Familien. Es sind exklusive Clubs von Republikanern oder Demokraten oder etwa von Lobbygruppen, die es nicht gerade schätzen, dass in ihrer Gegenwart gefilmt wird. Hinter den Türen wirft ein Kongresskandidat gerade die Spendenmaschine an. Die Gäste sind wohlhabende Unterstützer und vor allem Lobbyisten. Kathy Kylie verfolgt solche Events. Die sind zwar legal, doch fordert sie mit ihrer Organisation mehr Transparenz. Jeden Abend, vor allem dienstags bis donnerstags, gibt es Dutzende dieser Spendenveranstaltungen auf dem Capitol Hill. Am Abend schmeißt der demokratische Kongressabgeordnete Ed Pastor eine Fiesta Mexicana. Um mitzufeiern, reicht ein Scheck zwischen 500 und 1000 Dollar. Abzugeben direkt beim Kandidaten. Er ist ein mächtiger Demokrat. Er sitzt in einem Ausschuss, der entscheidet, wo das Geld hingeht. Deshalb spenden Sie für ihn, weil er Ihnen vielleicht nützlich sein kann. Ed Pastor ist auf dem Weg zu seiner Spendenveranstaltung. Dort warten bereits potenzielle Sponsoren für seinen Wahlkampf. Die Werbung im Fernsehen und Radio ist teuer. Es ist wie jedes Produkt. Damit man dich sieht, musst du Werbung machen. Und das kostet Geld. Das Geld kommt von Leuten wie Jack Abramoff. Bevor er wegen Korruption zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, war er einer der berüchtigsten Lobbyisten in Washington. Heute distanziert er sich von seiner Vergangenheit und spricht sich offen gegen die Einflussnahme von Lobbyisten auf die Politik aus. Wenn Sie Kongressmitglieder fragen, sagen die, dass man ihre Stimme mit einem Scheck über 2000 Dollar nicht kaufen kann. Aber das Problem ist, sobald du etwas tust, das Dankbarkeit schafft, machen sie im Gegenzug was für dich, beziehungsweise sie kommen dir mehr entgegen. In Wahlkampfzeiten verbringen Abgeordnete und Kandidaten bis zu 20 Stunden pro Woche damit, Hände zu schütteln und Geld einzutreiben. Denn schließlich geht es auf dem Capitol Hill auch um den eigenen Job.